Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Studierende, liebe Patientinnen und Patienten, was für ein Jahr liegt hinter uns? 2020. Covid-19-Pandemie. Lockdown im Frühjahr, Lockdown Light im November, erneuter harter Lockdown im Dezember. Riesenherausforderung an die gesamte Institution Medizinische Hochschule Hannover. Wir haben bisher diese Pandemie gut gemeistert. Dafür allen Beteiligten, Ihnen allen, herzlicher Dank. Wir als MAH leben das Integrationsmodell in der Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung. In die Krankenversorgung möchte ich ausdrücklich auch den Dank an die Patientinnen und Patienten einführen, die alle Unannehmlichkeiten toleriert haben, zum Beispiel auch die Einschränkungen bei der Besucherregelung. In der Krankenversorgung konnten alle Notfälle versorgt werden und auch das elektive Programm, zum Beispiel das Transplantationsprogramm, wurde weitgehend durchgeführt neben der Behandlung der Covid-19-Patienten. In der Forschung musste gewährleistet sein, dass Forschung trotz Corona-Pandemie stattfindet. Aber unsere Forscherinnen und Forscher waren sehr, sehr fleißig und aktiv und haben über 50 neue Forschungsprojekte im Wert von über 25 Millionen Euro eingeworben. Und dies alles sind Projekte, die eingebunden sind in ein regionales, nationales und internationales Netzwerk. Lehre. Wir haben große Herausforderungen in der Lehre. Es mussten in der akademischen Lehre Online-Formate entwickelt werden. Hybridveranstaltungen wurden durchgeführt. Zum Wintersemester wurden die Humanstudienplätze von 270 auf 320 erhöht. Weitere Zuweisungen kamen durch die Gerichte hinzu. Dies erforderte eine neue Studienstruktur. Neben Human- und Zahnmedizin waren auch die Bologna-Studiengänge mit ihren Master- und Bachelor-Abschlüssen gefordert. Auch sie haben gemeistert und die Prüfungen wurden durchgeführt. Nicht vergessen wollen wir die Ausbildungsberufe, die Gesundheitsfachberufe. Ein Beispiel ist die Einführung der generalistischen Pflege mit einem neuen Curriculum. Auch hierfür herzlicher Dank. Dann, was wäre eine Universität, was wäre ein Krankenhaus der Maximalversorgung ohne eine effiziente Verwaltung, Administration, Wirtschaftsführung? Beispiele. Das Zentrum für Informationsmanagement war gefordert und hat Homeoffice-Arbeitsplätze im großen Stile eingeführt. Die Technikabteilung musste die Notaufnahme erweitern. Ferner wurden OP-Säle in Intensivplätze umgewandelt. Auch das hat mit dazu beigetragen, dass sowohl die Covid-19-Patienten wie auch letztlich das normale Programm durchgeführt werden konnte, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Im Hintergrund wurden die übrigen Projekte auch weitergeführt. Unser Jahrhundertprojekt, MAH Neubau. Es ist uns gelungen, letztlich den Masterplan zu erstellen und einzureichen. Er wurde genehmigt von der Regierung. Außerdem haben wir alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Baugesellschaft im Frühjahr 2021 gegründet werden kann, unter Einschluss der Wahl eines vierten Präsidiumsmitglieds für Infrastruktur, verantwortlich dann für Neubau und den Bauerhalt im Bestand. Dies führt mich dazu, daran zu erinnern, dass eine Universität immer durch Wandel, durch Innovation gekennzeichnet ist, was den personellen Bereich nicht auslässt. So haben wir im Frühjahr Dr. Andreas Tecklenburg, unseren Vorstand für Krankenversorgung, verabschiedet, dem wir für alles, was er in den vergangenen Jahren für die MAH geleistet hat, herzlich danken. Wir sind froh, dass wir als kommissarischen Vorstandsmitglied in der Krankenversorgung, in seiner Nachfolge, Professor Tobias Welte gewinnen konnten. Und unser Pneumologe Welte hat mit dafür gesorgt, dass wir mit seiner Expertise diese Pandemie so gut gemeistert haben. Ende des Jahres wird Frau Andrea Olkemeyer als Präsidiumsmitglied für Wirtschaftsführung und Administration ausscheiden. Auch ihr gilt mein herzlicher Dank für alles, was sie zum Wohle der MAH geleistet hat. Wir sind froh, dass wir in ihrer Nachfolge Frau Martina Saurin gewinnen konnten. Nochmals herzlichen Dank für alles. Und dann wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und vor allem gesundes
neues Jahr 2021. Ich danke Ihnen, dass wir weiterhin zusammenstehen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten, ganz nach unserem Motto, jeden Tag für das Leben. Herzlichen Dank, Ihr Michael Manz.